Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Aaron. Im heutigen Video geht es um mein Gepäck für meine Reise jetzt nach Thailand. Genau genommen, wenn dieses Video online geht, bin ich bereits auf dem Weg Richtung Thailand. Warum mache ich darüber ein Video? Nun, ich reise nur mit Handgepäck, beziehungsweise meine Freundin und ich reisen nur mit Handgepäck. Und da gibt es so ein paar Dinge, auf die man achten sollte. Gleich vorweg, ich habe das selber noch nie gemacht. Ich habe mich bis jetzt quasi nur belesen. Das ist jetzt quasi so mein erster eigener Feldversuch, wo ich das Ganze ausprobiere, weil ich mir durchaus vorstellen könnte, das Ganze auch öfter mal zu machen, ganz einfach, weil ich das Privileg habe, dass ich mein Geld im Internet verdiene. Und ja, wir fliegen mit Thai Airways und da haben wir maximal 7 Kilo beim Handgepäck und halt relativ klare Richtlinien, wie hoch, breit und tief so eine Tasche sein kann. Und da gibt es dann so ganz spezielle Taschen für Rucksäcke für, und da haben wir zwei von gekauft. Sind genau identisch. Das ist jetzt der von meiner Freundin, der wiegt jetzt 5,8 Kilo. Ein bisschen weniger als meiner, aber ja, ist bei ihr ist aber soweit auch alles voll gepackt. Sie nimmt ein bisschen mehr mit als ich, aber ich habe halt das ganze Equipment, das heißt, ich habe ein bisschen schwereren Laptop und so weiter, und dadurch ist es bei mir ein kleines bisschen mehr. Ja, fang mal an bei mir, was ich wirklich jetzt alles mitnehme, und zwar fangen wir an, ich habe immer erstmal mein kleines Notizbuch dabei. Wenn ich doch am Arbeiten bin und irgendeine Idee habe, kommt das da rein. Auch wenn ich das natürlich digital machen könnte, ich habe immer gerne was, wo ich draufschreibe. Das brauche ich einfach. So, das ist das Erste. Dann habe ich mit so ein kleines Teil hier. Das ist eine Umhängetasche oder sowas, glaube ich. Das wiegt nichts hier, aber das heißt, wenn man doch mal irgendwo was unternehmen will oder sowas, dann will ich nicht mit diesen großen Rucksäcken rumlaufen, sondern da hat man dann halt hier so ein kleines Teil. Dazu kommt ein, na komm raus, ein Adapter hier. Der ist, ja, also ich weiß, dass man viele Steckdosen in Thailand inzwischen quasi die ganz normalen, also unsere Stecker passen da rein, aber halt nicht überall, und deswegen habe ich hier noch so einen extra Adapter dafür mit, der quasi extra für Thailand für diese A, B, C Steckdosen, wie auch immer ist, sollte auf jeden Fall funktionieren. So, dann ist das Problem, oder das größte Problem war für mich direkt, dass ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass ich mit, also das so sieht mein normaler Laptop aus und auch der meiner Freundin. Ich wollte eigentlich mit diesem Ding reisen. Jetzt habe ich ein neues Gerät und das ist ein kleines bisschen schwerer und deswegen ist meine Tasche jetzt auch ein kleines bisschen schwerer. Dieses Ding wiegt, glaube ich, nur ein Kilo oder sowas. Und ich arbeite aber jetzt an diesem Teil und das ist einfach deutlich, deutlich schwerer und vor allem, also ich weiß nicht, 300, 400 Gramm oder sowas ist es schwerer. Man merkt es auf jeden Fall, wenn man es anfasst. Aber noch viel schlimmer ist dieses Netzteil, das ist noch viel schwerer als das da, und das kommt, also so knapp 800 Kilo, 800 Gramm wiegt das in Summe mehr, als wenn ich mit dem normalen Surface Laptop gearbeitet hätte. Jetzt arbeite ich quasi mit dem Surface Book, aber es vereinfacht unfassbar vieles, gerade wenn es um Bildbearbeitung geht und auch Videobearbeitung. Das ist, also das kann man nicht vergleichen, und ich meine, ich bin immer noch unter meinen 7 Kilo, von daher alles gut. Deswegen werde ich jetzt mit dem Surface Book reisen und nicht mehr mit dem Surface Laptop, wie das Ganze ursprünglich geplant war. Deswegen ist meine Tasche jetzt aber auch ein kleines bisschen schwerer geworden. Dazu kommt jetzt noch Kamera-Equipment, falls ich das ein oder andere Video doch drehen sollte. Natürlich muss ich erstmal sagen, ich kann mit dem Ding grundsätzlich drehen. Die Kamera ist auch richtig gut. Damit kann ich drehen und der Sound ist auch super. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie was am PC aufnehmen möchte oder sowas und quasi eine Webcam brauche, das kann ich alles damit machen. Aber wenn ich jetzt doch mal durch Bangkok spazieren sollte, dann nehme ich auch die Kamera mit der ich gerade aufnehme. Aber das Ding wiegt ja quasi nichts. Und ja, das ist quasi noch das Equipment, was ich mitnehme. Natürlich habe ich noch so ein Handy-Aufladekabel mit und sowas. Aber zum Beispiel eine Maus brauche ich gar nicht mehr. Seitdem ich diesen fetzigen Stift habe, ja, kannst du dir halt sowas wie eine Maus auch sparen, ist auch praktisch. So, das ist quasi das technische Zeug, was ich mitnehme. Das wiegt am meisten, muss ich einfach sagen, weil jetzt kommt das Zeug, was ich quasi sonst mitnehme. Und das ist, ja, nicht so viel. Erstmal, ich nehme ein Buch mit, Total Recall von Arnold Schwarzenegger. Wahnsinnig gutes Buch, finde ich, sehr faszinierenden Mann. Das nehme ich mit. Also man kann hier definitiv noch einiges optimieren, was das Gewicht noch weiter drücken würde. Zum Beispiel ein Kindle wäre sinnvoller, wenn ich mehr reisen sollte und jetzt nicht nur mal 2 Wochen, dann wäre natürlich ein Kindle sinnvoller. Das würde wahrscheinlich, ja, wiegt deutlich weniger. Dann habe ich immer
solche Cubes, Reisecubes oder so. Ich weiß nicht, ob das wirklich so heißt. Das ist mir, also das habe ich ja mehr so aufgeschnappt. Und zwar sind das so Teile, da kannst du quasi immer so einzelne Sachen reinpacken und hast quasi in deinem Rucksack alles so ein bisschen sortiert. Das heißt, wenn du zum Flughafen irgendwas rausholen musst, dann fliegt dir da nicht irgendwie ein Höschen oder ein Schlüpper raus quasi. Sondern ist halt alles schön verpackt und du weißt halt, okay, da ist das drin, da ist das drin, da ist das drin. So, grundsätzlich sollte das so sein. Das ist quasi der erste Cube, den ich mit habe. Das ist einfach hier Drogeriezeugs und ein Handtuch. Das ist zum Beispiel ein Reisehandtuch. Das wiegt auch nichts, soll super schnell wieder trocknen. Und ja, kann man halt auch super klein zusammenfalten. Fetzige Sache. Dann natürlich so ein bisschen, was braucht man? Also Zahnbürste, Zahnputzcreme, Zungenreiniger, ja. Deo, Pflaster. Dann haben wir das so ein bisschen aufgeteilt. Also meine Freundin hat so einen kleinen Teil der Apotheke mit, sage ich mal. Und zwar das, was ich mit habe, heißt Loperamid. Das ist quasi, wenn du mal zu scharf gegessen hast und nicht mehr vom Klo runterkommst, aber doch in den Flug irgendeinen Flug erreichen musst oder sowas, dann sorgt das wohl dafür, dass du das schaffst, wenn ich das richtig verstanden habe. So, ja, und solches Zeugs, also so ein kleines bisschen, was meine Freundin hat noch mit, wenn man sich irgendwie schneidet oder sowas zum Desinfizieren, irgend so ein Zeug, sie ist da der Fachmann, sie ist die. Ja, keine Ahnung, aber sie kümmert sich so ein bisschen um das Medizinzeugs. Falls das jemanden interessiert, schreibe ich es auch gerne nochmal unten drunter. So, das ist der erste Cube und jetzt kommt natürlich der eigentlich spannende Cube, was ich an Kleidung mit habe und da muss ich so ein bisschen enttäuschen, weil das ist quasi mein Kleidungscube und das ist dann auch alles. Also ich habe nur noch dieses Ding mit und das hier ist alles, was ich für 2 Wochen brauche und genau genommen ist es eigentlich alles das, was ich überhaupt anhabe. Also ich habe natürlich, wenn ich in den Flieger steige, habe ich natürlich noch was anderes an, das heißt ich habe noch ein Outfit mehr mit, aber ansonsten, ich habe das halt alles, ich kann es mal aufmachen hier. Also ich habe das halt hier alles so klein gerollt, damit ich quasi hier 3 Paar Socken, wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine kurze Hose hier zum Beispiel, das habe ich halt hier alles so klein gerollt, das sieht dann immer aus hier so, ja, und dadurch passt halt hier wahnsinnig viel rein in so ein kleines Ding. Ich habe halt mit 3 Hosen, eine Badehose, 4 T-Shirts, 4 schwarze T-Shirts natürlich, 6 Boxershorts und das war's. Ja, also mehr habe ich halt wirklich nicht mit, aber ich habe halt, also ich mache ja keinen All-Inclusive-Urlaub oder sowas, also das ist ja überhaupt kein Urlaub, sondern ich bin in einer Airbnb-Unterkunft, wo wir uns auch selber versorgen und so weiter und ich möchte ja auch dort arbeiten, soll halt kein Urlaub sein und ich habe mich da dahingehend informiert, dass es vollkommen normal ist, dass wenn man sowas macht, dass man auch zu einer lokalen Wäscherei geht und das gibt es dort quasi überall und da zahlst du 1 Euro, 2, 3 Euro oder sowas für und gibst morgens deine Sachen hin und kannst sie abends wiederholen. Das ist ja halt gar kein Problem. Und ich habe die erste Airbnb-Unterkunft für uns schon gemietet und da habe ich auch direkt schon mal nachgefragt und die hat mir da einen ewig langen Guide geschickt und sowas und da steht das alles schon drin. Also da bin ich guten Mutes, dass das funktioniert. So, das heißt, ich bin in Summe bei 6,1, 6,2, 6,3 Kilo oder sowas. Meine Freundin bei ein kleines bisschen weniger, in Summe sind wir so bei 12 Kilo zusammen. Ja, das ist quasi das, mit was wir reisen. Mehr braucht man nicht. Ach so, eine Sache noch, und zwar, wir haben hier so kleine Zahlenschlösser, weil diese Rucksäcke haben noch diese Besonderheit, könnte man sagen, dass man die super einfach abschließen kann. Also hier die Reißverschlüsse sind genau so gemacht, dass man das quasi mit solchen Dingern abschließen kann. Und ja, wenn es ein kleines bisschen mehr Schutz bietet, dann bietet es natürlich, ja, warum nicht? Wir haben, ansonsten muss ich sagen, nehme ich auch gar nichts groß mit, weil, okay, Kreditkarten, Reisepass und ich habe alle möglichen Unterlagen und sowas, habe ich einmal eingescannt und quasi in die Cloud gelegt, dass falls ich den Reisepass verlieren sollte oder sowas, das weiß ich nicht was, aber ja, und wir haben das natürlich so gemacht, dass ich Kreditkarten mit habe und meine Freundin hat Kreditkarten mit für den Fall der Fälle. Grundsätzlich muss ich sagen, bin ich so langsam doch ein bisschen aufgeregt, aber mir sind jetzt schon wieder so viele Dinge aufgefallen, die ich das nächste Mal besser machen könnte. Ich muss morgen früh, oder wenn das Video online geht, bin ich quasi schon auf dem Weg nach Frankfurt, aber ich fahre mit der Bahn. Und so im Nachhinein habe ich dann rausbekommen, dass ich auch einfach von Leipzig hätte nach Frankfurt fliegen können und das wäre günstiger gewesen, wäre schneller gewesen und ja. Aber gut, fürs nächste Mal weiß ich das Ganze dann und
Ja, ich freue mich auf die Zeit. Ich bin gespannt, wie es wird. Wenn es positiv wird, dann denke ich, werde ich das auch noch ausdehnen und vielleicht mal gucken, wo ich dann noch so hin fliegen werde in naher Zukunft. So viel auf jeden Fall dazu. Das heißt, ja, ich habe, wenn ich das Gewicht des Rucksacks, die wiegen, ich weiß gar nicht, ein Kilo, anderthalb Kilo oder sowas. Das heißt, ja, ich komme auf 4,8, 4,9 Kilo oder irgend sowas. Komme ich persönlich und meine Freundin kommt sogar auf 4,5 Kilo. Ja, aber trotzdem hat man das Gefühl, man hat eigentlich alles mit. So viel dazu. Ich bedanke mich fürs Zusehen, freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin.